Vor 6 Jahren, da gab es ein relativ exotisches Thema bei uns. Weil einige Landesverbände sagten, bei den damaligen sogenannten Pegida-Demonstrationen gäbe es immer häufiger Übergriffe. Das konnten, das wollten wir damals kaum glauben. Habe ich damit der Situation vertraut gemacht und in der Tat, das war so. Und das Thema muss jetzt wieder ganz oben auf die politische Agenda. Der Schutz der Journalistinnen und Journalisten, der Schutz der Kolleginnen und Kollegen, die den Rohstoff an Informationen und Einordnung für die Öffentlichkeit, für den öffentlichen Diskurs liefern. Und wir sind da nicht nur Anfeindungen, sondern ganz konkreter Gewalt mittlerweile ausgesetzt. Verbaler Gewalt, aber eben auch handfester, gewalttätiger Übergriffe. Und das macht uns zunehmend Sorgen. Wir haben Bundesländer, wir haben Städte, wo Kamerateams nicht mehr ohne Bodyguards berichten können. Wir haben Mitglieder, die uns sagen, wir trauen uns da nicht hin. Was können wir tun, wenn unser Arbeit- oder Auftraggeber uns zu solchen Demonstrationen schickt? Und ich muss gestehen, auch ich persönlich sage, bei solchen Demonstrationen ganz alleine fühle ich mich schon einigermaßen unwohl, obwohl ich mein Leben lang über rechtsextreme Demonstrationen berichtet habe, über Salafisten und ähnliche. Die Qualität der Bedrohung hat sich aber geändert. Man muss klare Konzepte haben und diese Konzepte auch klar vermitteln, wie mit Kolleginnen und Kollegen umgegangen wird, wo es beispielsweise Durchlassstellen gibt, wie die Informationsstränge sind, wer vor Ort ist, also wer von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auskunftsberechtigt vor Ort ist. Das findet oft noch nicht statt und wir werben dafür, dass in diesen Einsatzbesprechungen das klarer festgezurrt wird. Und ganz wichtig ist es eben auch, den bundeseinheitlichen Presseausweis zu kennen. Der, herausgegeben über dem Dach des Presserats von unter anderem dem Deutschen Journalistenverband, ausweist, dass diese Person hauptberuflich journalistisch tätig ist und sich eben auch an den Regeln des Pressekodex orientiert. Und das bedeutet beispielsweise auch, dass ein Einsatz der Polizei im öffentlichen Raum, und darum handelt es sich ja bei den sogenannten Spaziergängen, auch bei Demonstrationen, grundsätzlich erst einmal gefilmt werden darf. Da gibt es auch oft Missverständnisse. Natürlich darf ich eine Polizeibeamtin, einen Polizeibeamten dann nicht in extremer Nahaufnahme später zeigen. Das Material anfertigen darf ich aber. Und da haben wir Situationen erlebt bis hin zur Beschlagnahmung von Kameras, wo ich immer voraussagen kann, Leute, es ist völlig klar, danach werden wir juristisch dagegen vorgehen. Dafür gibt es auch eine Solidargemeinschaft wie den DJV, den Deutschen Journalistenverband. Wir haben für unsere Mitglieder eben auch Rechtsschutz und in den Fällen gehen wir konsequent dagegen vor. Wichtig ist es grundsätzlich als Medienschaffenden vorher Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und das bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht um Embedded Journalism. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen unter Polizeikontrolle unsere Arbeit machen, sondern es geht darum, einen guten Kommunikationsstrang zu haben, auch einschätzen zu können, wo sind mögliche Gefahrenstellen in einer Demonstration und auch schnell Hilfe zu holen zu können, wenn es dann hart auf hart kommt. Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Moment selbst unter Druck stehen. Politiker, selbst Rettungssanitäter werden angegriffen. Es ist also kein alleiniges Einzelschicksal unserer Berufsgruppe der Journalistinnen und Journalisten. Aber wir stehen für ein Grundrecht, das wir ausüben, die Pressefreiheit. Und das ist in der Güterabwägung auch ein wichtiges Pfund. Das heißt, ja, es gibt das Demonstrationsrecht, das ist auch ein Grundrecht, aber die Pressefreiheit eben auch. Und die muss konsequent durchgesetzt werden. Und da, wo unsere Kolleginnen und Kollegen unter Druck gesetzt werden, massiv beschimpft werden und gewalttätig angegangen werden, ist die Pressefreiheit in Gefahr. Das heißt, wir fordern, dass a, der Bundestag sich mit diesem Thema auseinandersetzt, aber b, vor allem auch die Landtage, die für die Polizei zuständig sind. Uns geht es da nicht um Konfrontation, uns geht es um gute Zusammenarbeit. Jede und jeder macht da seinen Job. Aber die Spielregeln müssen klar sein. Und das Wichtigste an dieser Spielregel ist vor allem auch, den bundeseinheitlichen Presseausweis zu kennen. Und deswegen werden wir diesen Flyer nun auch in verschiedenen Polizeibehörden in ganz Deutschland über unsere Landesverbände verteilen und natürlich an Kolleginnen und Kollegen. Er wendet sich
gleichermaßen an beide. Und auch im Netz unter djv.de haben wir eine entsprechende Seite eingerichtet. Wer also jetzt nicht immer ein Stück analoges Papier mitschleppen möchte, der oder die kann das entsprechend auch im Netz nachschauen.